In dieser Lerneinheit schauen wir uns Datenstrukturen und die Collections in Java genauer an. Zunächst die verketteten Listen. Bevor wir damit jedoch anfangen, ist noch die Frage, was haben wir denn bis jetzt als Datenstrukturen? Das war nur das Array. Was ist ein Array? Ein Array ist ein Speicher eines vorgegebenen Datentyps. Jedes Speicherelement bekommt einen Index, über den man dann das Speicherelement abrufen oder beschreiben kann. Ein Nachteil des Arrays ist, dass die Größe bei seiner Erstellung definiert wird und dann eben unveränderlich ist. Dafür ist der lesende und schreibende Zugriff auf ein Array-Element unglaublich schnell mit O von 1. Hier unten ist ein Array mal skizziert worden, grafisch, der Index, der bei 0 beginnt und die jeweiligen Datenelemente, das was in dem Array drin ist. Wenn Sie jetzt zum Beispiel an das dritte Element kommen wollen, sagen Sie einfach Referenz des Arrays eckige Klammern 3 und dann springen Sie sofort an diese Stelle und können dieses Data-3-Element auslesen oder beschreiben. Das ist ein Zugriff, der sehr, sehr schnell ist und der auch unabhängig von der Länge des Arrays ist. Ja, also wenn Sie 2 Millionen Elemente haben, können Sie auch direkt an das 2 Millionste springen und haben aber dann auch nur O von 1, also unabhängig von der Größe des Arrays. Nun schauen wir uns eine komplett andere Datenstruktur an. Das ist eine verkettete Liste. Die besteht aus einer Kette von Speicherelementen eines vorgegebenen Datentyps, die jeweils auf ihren Nachfolger zeigen. Das können wir vollständig auch selber programmieren in Java mit den Mitteln, die Sie jetzt schon kennen. Bei einer doppelt verketteten Liste zeigt ein Speicherelement jeweils sowohl auf seinen Vorgänger als auch auf seinen Nachfolger. Hier unten ist eine einfach verkettete Liste abgebildet, die nur auf den Nachfolger zeigt. Möchte man ein Element finden, so muss man die Kette von Anfang an durchsuchen oder abhüpfen über die Zeiger der Elemente, bis man eben dahin gekommen ist, wo man will. Ja, das heißt, Sie fangen vorne an, wollen meinetwegen das dritte Element haben, müssen dann quasi dreimal hüpfen und landen dann hier bei dem dritten Element. Und Sie sehen jetzt, das ist nicht mehr O von 1, sondern O von n bei n Elementen. Das letzte Element hat die Eigenschaft, dass dessen Nachfolger null ist. Dahinter kommt halt nichts mehr. Jetzt ist die Frage, wenn der Zugriff hier schlechter ist, warum hat man das überhaupt? Ja, hat dann nicht ein Array nur Vorteile gegenüber dieser verketteten Liste? Das ist nicht der Fall, denn die Vorteile einer Liste bestehen darin, dass die Elemente sehr schnell am Anfang einer Liste oder auch dazwischen, das gilt auch, eingefügt werden können. Der Speicherbedarf ist nur ein wenig höher als bei einem Array. Sie haben hier noch die zusätzliche Referenz auf das Folgeelement. Das ist das Einzige, was mehr ist. Also im Gegensatz zu einem Array ist auch das Einfügen und Löschen gerade zwischendrin problemlos möglich, ohne dass der komplette Datensatz bei jeder Vergrößerung umkopiert werden muss. Das heißt, Sie können dynamisch zur Laufzeit die Datenstruktur wachsen oder schrumpfen lassen und das eben mit einem geringeren Aufwand. Bedeutet, wenn Sie halt oft wechselnde Inhalte haben, und zwar in der Art, dass Elemente dazwischen neu eingefügt werden oder dazwischen gelöscht werden, haben Sie genau die Vorteile der verketteten Liste. Als Nachteile haben Sie eben schon gesehen, es ist aufwendiger im Vergleich zu einem Array, nach Daten zu suchen und die Liste zu sortieren, weil Sie eben immer über die einzelnen Elemente laufen müssen. Das nennt man iterieren. Und das Einfügen an der ersten und letzten Stelle muss man immer gesondert behandeln, weil Sie ja irgendwo von der Listenklasse selbst eine Referenz auf das erste Element brauchen. Und eine Besonderheit war auch das letzte Element, dessen Nachfolger null ist. Das sind immer die besonderen Betrachtungen, die man noch machen muss. Wir können das komplett selber jetzt schon coden. Und zwar definieren wir einen Datenknoten. Dieser Datenknoten hat eine Referenz auf den nächsten Datenknoten und kann selber eine Referenz zu irgendeinem Object tragen. Ich habe das absichtlich so allgemein gelassen, damit Sie sehen können, Sie können damit beliebige Listen anlegen mit beliebigen Elementen. Sie können das natürlich auch auf Hund beschränken oder auf Student oder auf Professor, das ist egal. Ja, Object passt hier eh alles rein. Jetzt können Sie einen neuen Datenknoten einlegen,
mit dem Object, auf den es verweisen soll und die Referenz auf den nächsten. Einfache Setter, naja, ansonsten nichts Besonderes, Getter und Setter für die Daten, für die Referenz auf das nächste Element. Das kann auch Null sein, also hier keine Null-Prüfung. Mit toString können Sie vielleicht die Referenz auf den Inhalt dieses Datenknoten zurückgeben und da eben eine toString-Ausgabe machen. Und das war jetzt nur so eine Idee, wie man toString sinnvoll überschreiben könnte. Das ist jetzt ein Datenknoten. Und jetzt bauen Sie eine einfach verkettete Liste auf. Und die kennt eben nur den ersten Datenknoten. Statt Wurzel wäre vielleicht hier sinnvoller, erster hinzuschreiben. Das ist jetzt ein bisschen Geschmackssache. Ich definiere eine verkettete Liste, darf nur erstellt werden, wenn das erste Objekt schon reingeht, sodass Sie immer einen Startknoten haben. Sie könnten hier unter Umständen auch eine leere Liste zulassen. Das finde ich nicht verboten. Dann können Sie sich Methoden überlegen, wie Sie auf diese Liste zugreifen können. Sie können zum Beispiel sagen, getFirst gibt mir das erste Element, holt sich, wenn es existiert, eben die Daten raus aus dem ersten Element. Wenn es nicht existiert, wird null zurückgegeben. Sie könnten auch hier eine Exception werfen. Das Ganze hat O von 1 als Zugriff. Ja, das geht am Anfang halt sehr schnell. Als nächstes könnte man sich überlegen, gib mir bitte das Element an irgendeiner Position, auch dazwischen. Hier ist es jetzt so gelöst, dass man zuerst eine Methode aufruft, gib mir die Anzahl aller Knoten und dann wird geschaut, ist überhaupt diese Position da verfügbar, wenn nicht, wird eine Exception geworfen. Hier sehen Sie schon einen Nachteil dieser Liste oder dieser Art der Implementierung, denn um die Anzahl Knoten zu ermitteln, müssen Sie komplett über die Liste laufen. Vom ersten Element bis zum letzten. Bei 2 Millionen Elementen müssen Sie über 2 Millionen Elemente hüpfen. Und demnach ist das hier schon mal O von N. Ja. Im ungünstigen Fall ist die Position da noch relativ weit hinten. Dann müssen Sie als nächstes nochmal über dieselbe Liste laufen bis zur Position. Immer über den Nachfolger. Und dann ganz zum Schluss eben das ausgeben, was an der Position ist, die Sie da suchen. Und hier sehen Sie, Sie hätten hier eine Komplexität im Worst Case von O von N einmal hier laufen und auf jeden Fall O von N, um die Anzahl Knoten zu ermitteln, also O von 2N, das ist irgendwie nicht optimal. Sinnvoller wäre es hier, das zu integrieren, dass man nur einmal durchläuft und wenn man eben ans Ende gelangt, bevor man an die Position kommt, eine Exception zu werfen. Das wäre dann eben im Worst Case nur O von N und nicht O von 2N. Ja, das heißt, für diese Implementierung würden Sie einen kleinen Abzug bekommen. Die ist nicht optimal aus Sicht der Komplexität. Ja, jetzt die Methode, gib mir die Anzahl der Knoten. Wenn die Wurzel schon null ist, gibt es keine Knoten. Ansonsten wird einmal über die gesamte Liste gelaufen, immer über die Referenz des Nachfolgers gesprungen und mit jedem Sprung wird ein Counter, Anzahl hier hochgezählt. Naja, so lange bis man ans Ende kommt. Jetzt sehen Sie auch schon mal, wie Sie das prüfen können. Solange wie nächster ungleich null ist. Und wenn man dann ans Ende gelangt ist, wird eben die Anzahl ausgegeben, der Counter ausgegeben und dann haben Sie die Anzahl der Knoten. Damit können Sie jetzt noch weitere Methoden erstellen. Zum Beispiel, gib mir alles der verketteten Liste als ein Array zurück. Dazu müssen Sie erstmal wissen, wie groß das Array sein soll. Denn das Array können Sie ja im Nachhinein nicht ändern in der Größe. Das war gerade ein Nachteil. Das heißt, das müssen Sie zu Anfang an festlegen. Und auch hier brauchen Sie dann wieder erstmal die Anzahl der Knoten, also O von N. Wenn die Anzahl 0 ist, können Sie vielleicht eine Exception werfen oder irgendwie was Leeres zurückgeben. Liegt oft an der Aufgabenstellung, was hier gefordert ist. Naja, und dann legen Sie eben ein Array an dieser Größe, wie es Anzahl Elemente gibt. Und dann füllen Sie halt von jedem Datenknoten die Daten, die da drin sind, in das jeweilige Array-Element ein. Und zwar so lange, wie Sie Datenknoten haben. Also mit einer normalen Vorschleife habe ich hier verwendet. Auch hier sind natürlich verschiedene Schleifen möglich. Wird das jeweils ite Element des Arrays, wo ich gerade bin, entsprechend befüllt mit den Daten aus den Datenknoten und ganz zum Schluss wird das Array zurückgegeben.
kommen wir nun zum einfachen Einfügen und Löschen. Zunächst zum Löschen. Ich habe hier den Start der verketteten Liste, hier das Ende. Drei Elemente drin. Und das zweite Element möchte ich gerne löschen. Wie machen Sie das? Bei einer einfach verketteten Liste nehmen Sie die Referenz auf den Nachfolger des ersten Elements und biegen den einfach um auf das dritte Element. Dann gibt es keine Referenz mehr auf das zweite Element. Das hängt dann quasi im Speicher noch in der Luft. Aber es hat keine Referenz mehr, das heißt, es kann nicht mehr angesprochen werden. Und das wiederum bedeutet, wenn der Garbage Collector da das nächste Mal über die VM läuft, dann kann das Element gelöscht werden, weil es niemand mehr zugreifen kann, sodass letztlich die Liste eben nur noch aus den zwei Elementen besteht und das mittlere Element gelöscht wurde. Wie codet man das jetzt? Naja, wenn ich das erste Element löschen will, ist es relativ einfach. Wird einfach die Wurzel umgebogen oder das erste Element. Beim letzten genau das gleiche. Ist auch relativ einfach. Da muss ich aber jetzt, wie Sie sehen, schon die Fallunterscheidung treffen. Es kann ja sein, dass das letzte Element auch das erste ist. Und in dem Fall ist es jetzt so, wenn die Liste komplett leer ist, wird einfach ein Return gemacht. Ich kann nichts mehr löschen. Auch hier wieder möglich, eine Exception zu werfen stattdessen. Dann ist die Frage, gibt es ein Element, genau eins, dann ist das zu löschen und damit ist die Wurzel null. Und jetzt kommt der Fall in dem else-Teil, wenn es mehr als ein Element ist, muss ich mir anschauen, wo denn jetzt das Element ist, das letzte. Ich muss mir aber immer noch die Referenz zu dem vorherigen Element merken, weil ich erstmal zu der Position laufen muss und ich ja dann von dem Vorgänger den nächsten umbiegen muss. Also die Referenz auf das nächste Element. Und wenn ich das letzte löschen will, gehe ich quasi zum vorletzten und setze dessen nächstes Element auf null. Und dann habe ich genau den Effekt, dass eben das allerletzte Element nicht mehr zugreifbar ist und dann wieder der Garbage Collector walten kann. Dann gibt es noch den Fall, dass in der Mitte was gelöscht wird. Auch das hier ist alles jetzt wieder nicht von der Laufzeit optimal. Hier suche ich mir erstmal die Anzahl Knoten, prüfe ab, ist die Position überhaupt vorhanden. Wenn die Position, die ich löschen will, ungültig ist, dann kann man sagen, mache ich halt gar nichts, ich habe ja nichts zu löschen. Auch hier wieder alternative Exception werfen. Dann, wenn die Position gleich 1 ist, dann kann ich natürlich einfach Remove First sagen, weil das ist ja dann der erste. Oder wenn die Position Anzahl ist, auch hier kann ich auf eine bestehende Methode zugreifen, die weiterverwenden. Das letzte löschen. Hier ist natürlich die Sache, Post gleich gleich 1 könnte ich natürlich auch hier ganz vorne schon prüfen. Dann bräuchte ich gar nicht die Anzahl Knoten und hätte damit eine gewisse Laufzeitoptimierung. Ja, ansonsten muss ich halt in die Liste selber reinlaufen, in die Elemente, in die Datenknoten und auch hier quasi mir immer den Vorgänger merken. Und wenn ich an der Position bin, die ich löschen will, dann wird vom Vorgänger eben der nächste Knoten auf den übernächsten gesetzt, sodass der, der dazwischen ist, gelöscht wird. Das sind die letzten beiden Zeilen hier. Wenn Sie so einen Code nicht sofort verstehen, am besten mal mit Zettel und Stift aufmalen, wie der wirklich die Liste abläuft, also wirklich von Hand ein Debugging machen, ein Tracing. Oder eben mit dem Debugger von Eclipse arbeiten, damit Sie genau nachvollziehen können, wie hier der Löschvorgang abläuft. Das war das Löschen, jetzt kommt das Einfügen. Das heißt, Sie haben eine Liste und in dem Fall ist es jetzt so, ich möchte das Element als neues erstes Element einfügen. Und da wurde ja gesagt, das ist wesentlich einfacher als bei einem Array, weil bei einem Array müsste ich dann erstmal ein Array anlegen mit drei Elementen und müsste das ganze Zeug umkopieren. Zwischendurch würde dann wesentlich mehr Speicher verbraucht und natürlich diese Umkopiererei wäre von der Laufzeitkomplexität nicht gut. Also um ein neues Element einzufügen, müssen Sie die Referenz auf das Startelement umbiegen, das ist das neue Element. Und die alte Referenz ist dann eben der Nachfolger auf dem neuen Element. Ja, das ist das hier. So haben Sie quasi das neue Element dazwischen geschoben und haben hier ganz zu Beginn was eingefügt. Auch das geht natürlich ganz zu Beginn, ganz zum Ende und auch in der Mitte.
hier der jeweilige Code dazu, ganz vorne was einfügen, haben Sie eine neue Wurzel, ein neues erstes Element und die Wurzel wird eben umgebogen und von dem neuen Element, das nächste Element, ist eben die alte Wurzel, also das alte erste Element. Ganz hinten was einfügen, ist auch relativ einfach. Sie laufen bis nächster Null ist und fügen dann statt dem Null eben einen neuen Knoten ein. Und dessen nächster ist wieder Null, weil Sie ja dann ein neues letztes Element haben. Mittendrin was einfügen, auch hier wieder wie beim Löschen die Fallunterscheidung, ganz analog. Erstmal ist die Position gültig, an der ich was einfügen will. Wenn ich an der ersten Position was einfügen will, dann habe ich schon at first. Wenn das die letzte Position ist, hier plus 1, weil ich könnte hier ganz hinten noch ein neues Element einfügen, dann wird das eben hinten eingefügt. Die beiden Fälle habe ich eben schon betrachtet. Ansonsten muss ich eben bis zur jeweiligen Position wieder laufen und die Referenz umbiegen, indem ich sage, ich habe einen neuen Knoten, der eingefügt werden soll, mit den Daten des neuen Knotens O von außen übergeben und die Referenz eben auf den alten nächsten Knoten. Und der alte nächste Knoten referenziert dann eben auf den neuen Knoten. Damit ist der dann eingefügt. Immer auch in dieser Reihenfolge, damit Sie keine Referenz verlieren. Bei einer Doppelverkettenliste können Sie sich vorstellen, müssen Sie hier aufpassen, dass Sie natürlich auch sowohl beim Einfügen wie auch beim Löschen die Referenzen sowohl in die eine Richtung wie auch in die andere Richtung immer aktualisieren. Ja, jetzt können Sie das Ganze testen. Sie haben eine Hilfsmethode hier in dem Beispiel, alles ausgeben aus einer Liste X, holen mir alle Knoten aus dem Array aus und wenn da was drin ist, also wenn da Knoten existieren, werden die eben in dem Beispiel jetzt hier mit einer For-Each-Schleife einfach nacheinander ausgegeben, mit einer Vorausgabe, einer Nachausgabe und die einzelnen Knotenelemente sind ein bisschen eingerückt mit zwei Zeichen und das sind dann eben jeweils die Ausgaben, die To-String-Ausgaben der einzelnen Datenknoten. In der Main-Methode wird eine verkettete Liste angelegt. Hier sind nur Strings drin, können aber wie gesagt beliebige Objekte sein. Frank Dupatka, dann wird alles ausgegeben aus der Liste. Dann wird hier noch ein Titel eingefügt, wird wieder alles ausgegeben. Dupatka wird ganz hinten eingefügt. Der Titel kommt vorne dran. Hier wird noch was an Position 3 eingefügt. Dann wird eine Position 3 gelöscht, wieder ausgegeben und es wird geschaut, was da an Position 3 steht. Also die jeweiligen Get, Set und Add Methoden getestet. Ja, hier noch einmal skizziert, da haben wir jetzt nicht den Quellcode zu, den können Sie dementsprechend modifizieren. Wie gesagt, immer aufpassen bei der doppelt verketteten Liste, dass Sie hier Referenzen in beide Richtungen haben. Das heißt, Sie können hin und her laufen. Was natürlich dann auch ist, dass Sie sich in dem Fall den Vorgänger nicht merken müssen, denn Sie können ja quasi von dem aktuellen Element wieder eins zurückspringen, um dann da was umzubiegen. Die Vorgängerreferenz des ersten und die Nachfolgerreferenz des letzten Elementes zeigen jeweils auf Null und diese besonderen Elemente dienen eben zum Auffinden auch der Grenzen, ja, des Beginns und des Endes der Liste. Bei einer doppelt verketteten Liste haben Sie gegenüber der einfach verketteten noch den Vorteil, dass Sie eben hin und her navigieren können, in beide Richtungen, auch von hinten nach vorne iterieren, je nachdem, was die Hauptklasse macht. Das heißt, Sie sollten dann eine Referenz sowohl auf das erste wie auch auf das letzte Element sinnvollerweise besitzen, in der Hauptklasse doppelt verkettete Liste, damit Sie eben von beiden Seiten auch suchen können. Erst dadurch haben Sie natürlich die Vorteile dieser Liste. Im Vergleich zur einfach verketteten Liste haben Sie hier doppelt so viele Referenzen. Kann natürlich auch schon ein bisschen was ausmachen, obwohl die Datenobjekte natürlich in der Regel wesentlich schwerer sind von den Daten. Und natürlich beim Einfügen und Löschen müssen Sie immer doppelt so viele Referenzen umbiegen und dürfen dabei beim Coden natürlich nicht durcheinander kommen. Den Code habe ich jetzt nicht hier, aber das kann man natürlich auch mal skizzieren, wie das Ganze ablaufen soll. Ja, hier wird ein neues Element eingefügt, dann müssen Sie eben den Nachfolger umbiegen und vom Nachfolgeelement den Vorgänger umbiegen und die jeweils auf das neue Element zeigen lassen. Und bei dem neuen Element, der Vorgänger ist eben das davor und
das danach. Diese Referenzen müssen Sie immer genauso setzen, wie es hier ist. Und natürlich haben Sie auch hier wieder die Spezialfälle, wenn dieses neue Element eben das erste Element ist oder das letzte. Ja, das dürfen Sie nicht außer Acht lassen, dass Sie da eben etwas anders umbiegen müssen und auch mit Nullwerten arbeiten müssen unter Umständen. Das war das Einfügen. Noch einmal kurz das Löschen skizziert. Drei Elemente sind da, das mittlere soll gelöscht werden. Also ist der Nachfolger vom vorherigen Element umzubiegen auf das übernächste Element. Und bei dem übernächsten Element, der Vorgänger, ist dann eben nicht das zu löschende Element, sondern das Element davor. Auch hier dann wieder Sonderbetrachtung ganz am Anfang und ganz am Ende. Das waren die einfach und doppelt verketteten Listen. Es gibt jetzt noch Datenstrukturen, die sehr oft in der Informatik gebraucht werden. Das ist der FIFO und der LIFO. Die schauen wir uns jetzt separat nochmal kurz an. FIFO steht für First In, First Out. Eine Queue oder Warteschlange braucht man sehr oft in der Warenwirtschaft. Älteste Bestände nach Möglichkeit zuerst verbrauchen. Für alle Haltbarkeiten als Beispiel oder natürlich auch in der Mensa. Der zuerst kommt, wird zuerst bedient, kriegt sein Essen oder an einer Kasse. Das sind so typische FIFO-Modelle. Bei Betriebssystemen nennt man das auch Pipes. Oder ein FIFO ist auch System Out, ja, wo die Daten von der einen Seite reingehen, von der anderen wieder raus, aber eben in derselben Reihenfolge bleiben. Das heißt, FIFOs haben wir jetzt auch schon praktisch kennengelernt, als wir die Datenströme betrachtet haben. Das Ganze gibt es auch in der Hardware. Das gilt für alle seriellen Schnittstellen, also RS-232, die alte serielle Schnittstelle, oder eben auch aktuell der USB, Universal Serial Bus. Da haben Sie einen gepufferten Chip, der eben Mausbewegungen zum Beispiel entgegennimmt und die in einem FIFO zwischenspeichert, weil die sehr schnell erfolgen können und dann eben ans Betriebssystem entsprechend weitergibt. So sieht ein FIFO aus. Klassische Warteschlange. Ja, man stellt sich hinten an und vorne wird abgearbeitet. Das ist jetzt mal gecodet auf Basis einer einfach verketteten Liste, die wir eben programmiert haben. Ein FIFO hat eben dann als Eigenschaft die einfach verkettete Liste. Die Warteschlange kann auch leer sein. Jetzt können Sie da ein neues Objekt reinpacken. Wenn die Warteschlange noch nicht existiert, wird sie eben angelegt und vorne was eingefügt. Es wird immer vorne eingefügt in dem Beispiel und hinten rausgenommen. Ja, dann haben Sie eben diesen Warteschlangeneffekt. Wenn ich jetzt was haben will und die Schlange ist leer, ist die Frage, wie Sie damit umgehen. Ja, Sie können dann einfach Null zurückgeben, je nach Aufgabenstellung, oder eben natürlich auch eine Exception werfen. Also vorne immer einfügen, hinten immer wegnehmen. Die Liste ist dynamisch, ein Riesenvorteil. Das bedeutet, wenn da jetzt 50 Leute hinzukommen oder 50 Objekte hier mit Put hinzukommen, dann wächst die Liste dynamisch entsprechend an und beim Get wird sie eben wieder kleiner. Versuchen Sie das auch mal mit einem Array zu realisieren, das ist möglich, aber dann sind Sie ständig immer neue Arrays am Anlegen, wenn die eben auch hier dynamische Größe haben sollen. Das können Sie wieder testen. Ja, Sie haben ein FIFO, tun da Daten rein und die Daten kommen in derselben Reihenfolge raus, wie sie reingeschrieben worden sind. Die Reihenfolge wird nicht verändert. Sehr typisch für ein FIFO. Ja, und nach dieser Implementierung ist es so, wenn ich mehr rausholen will, als ich reingetan habe, kriege ich halt hier in dem Beispiel immer Null zurück. Wie gesagt, liegt an der Implementierung von Get. Als nächstes gibt es noch ein LIFO, Last In, First Out. Auch das kennen wir schon, denn das ist ein Stack, Stapelspeicher oder Kellerspeicher. Ja, Stack Overflow Error in Bezug auf Rekursion. Haben wir schon mal gehört. Hier ist es eben so wie ein Tellerstapel, das kann man sich gut merken. Es wird oben immer draufgelegt und von oben auch immer weggenommen. Das ist typisch für einen Kellerspeicher. Das bedeutet, was zuletzt draufgelegt wurde, Last In, wird als erstes wieder rausgenommen, First Out.
Ja, das ist eine schlechte Auftragsverarbeitung, wenn Sie halt immer Aufträge auf einen Stapel legen und quasi den Auftrag, der als letztes reinkam, als erstes bearbeiten. Kann es sein, dass hier unten manche Aufträge ewig verweilen. Kommt einem manchmal bei zum Beispiel BAföG-Amt so vor, dass manche Anträge einfach nicht bearbeitet werden, weil die vielleicht im Stapel gerade unten liegen. Also sowas sollte man dafür nicht implementieren. Die Operation, bei der man ein neues Objekt auf den Stapel legt, nennt man Push. Die Namen sind jetzt hier vorgegeben, weil diese Datenstrukturen schon immer existieren, sind die genormt. Bei der Operation Pop wird das oberste Element gelesen und gleichzeitig gelöscht. Es gibt noch eine dritte Operation, die heißt Peek. Die brauchen Sie dann, wenn Sie nur aufs oberste Element drauf gucken wollen, aber das nicht löschen wollen. Und das wurde eben von den Bezeichnungen analog, ja, so benannt wie der Stapel von Tabletts in einer Cafeteria. Wenn Sie also ein Tablett auf den Stapel stellen, wird der Stapel heruntergedrückt. Das ist dann das Push. Und wenn Sie ein Tablett wieder entfernen, poppt der Stapel nach oben hoch und haben wieder ein neues Element, was neu oben liegt. Ja, das ist wirklich aus dieser Bezeichnung entstanden. In der Informatik ist das eben auch eine häufig eingesetzte Datenstruktur, kann in Hardware direkt unterstützt werden. Auch Mikroprozessoren besitzen typischerweise eigene Stapelspeicher für Rücksprungadressen von Unterprogrammen. Das gilt also bis auf Assembler-Ebene. Das Ganze schauen wir uns genauer an. Also hier ist dann einmal ein bisschen noch beschrieben, wie das wirklich aussieht. Beispiel der rekursive Aufruf von vier Fakultät. Das haben wir alles schon mal besprochen. Rekursion wird in der Regel durch einen Stack implementiert, der die Rücksprungadressen, aber auch die lokalen Variablen und eventuell Funktionsergebnisse aufnimmt. Das heißt, was wir hier jetzt besprechen, ist das, was die Java VM an sich automatisch tut, aber mit genau demselben Mittel mit einem internen Stack. Wenn Sie die Fakultät von 4 berechnen wollen, so legt jeder Aufruf folgende Informationen auf den Stapelspeicher innerhalb der VM. Zunächst das Platzelement für das Ergebnis, also im Speicher direkt, dann das Argument x bzw. n und die Rücksprungadresse, weil das Ganze hier rekursiv funktioniert, wie Sie hier sehen, muss man sich merken, wo man wieder zurückkommt, um weiterzurechnen. Ich habe das jetzt mal durchgespielt. Ich habe in ein Hauptprogramm Fakultät von 4 aufgerufen und damit lege ich die folgenden Informationen auf den VM-internen Stack. Zunächst den Platz für das Ergebnis der Berechnung, 4 ist das Argument und die Rücksprungadresse in die Main-Methode, um dann dort wieder weitermachen zu können. Vier Fakultät ruft aber drei Fakultät auf, das ist ja das Rekursive. Also wird die Fakultät nochmal mit dem Argument 3 aufgerufen. Eine Methode ruft eine andere Methode auf. Das heißt, der Zustand der aufrufenden Methode muss sich gemerkt werden. Der Stapel wächst in diesem Beispiel nach unten. Also es werden neue Elemente eingefügt, wieder Platz für das Ergebnis, das Argument 3 und die Rücksprungadresse für den Vierer-Aufruf. Naja, die 3 ruft die 2 auf. Die 2 ruft die 1 auf. Das heißt, ich bin dann bei 1 Fakultät. Die wiederum ruft 0 Fakultät auf. Dann bin ich hier. Und 0 Fakultät wird intern abgearbeitet. Das Argument ist 0. Und da habe ich den trivialen Fall der Rekursion. Das Ergebnis ist also 1. Das wird dann eben als Ergebniswert gespeichert und 0 Fakultät ist damit abgearbeitet. Die 1 steht ja im Return drin und dann bin ich quasi wieder in der Methode von 1 Fakultät und kann damit weiterrechnen. Das ist die Rücksprungadresse, die in die Fakultätsfunktion zurückführt auf Fakultät von 1. 1 mal 1 ist 1, das neue Ergebnis ist also wieder 1 und ich springe wieder in der Rekursion zurück zu Fakultät von 2. Dann habe ich 1 mal 2. Das ist dann hier wieder das Ergebnis. Es wird wieder zurückgesprungen zu 3 Fakultät. 3 Fakultät rechnet das aus, weil er jetzt das Teilergebnis vorliegt.
geht zur Vierfachfakultät zurück, die rechnet dann 6 mal 4 aus, das Ergebnis ist 24. Und dann bin ich quasi aus der Rekursion wieder raus und die Main-Methode erhält das Ergebnis vom Stapel, der komplett wieder abgebaut ist, mit dem Wert 24, kann den sich dann wieder vom Stapel holen und damit intern in der Main-Methode weiterrechnen. So funktioniert das Ganze mal ein wenig technischer betrachtet. Wie sieht das jetzt aus, wenn ich ein LIFO implementieren will mit den Methoden Push, Pop und Peak? Also etwas einkellern, auskellern und nachsehen. Das Einkellern ist ein bisschen wie ein Kartoffelstapel, ja, den man in den Keller wirft. Und unten hat man dann immer die ältesten Kartoffeln. Genau dieselbe Implementierung wie beim FIFO, wieder als Beispiel die einfach verkettete Liste als Basis. Bei Push wird es vorne hinzugefügt, und beim Pop wird es vorne entnommen. Das ist der einzige Unterschied, den man hier hat. Und das Schöne ist halt, dass ihr wirklich mit ein, zwei Quellcode-Zeilenänderungen damit aus dem FIFO ein LIFO machen und umgekehrt. Bei Peak muss man darauf achten, dass man sich das oberste nur ansieht, aber es nicht löscht. Und damit haben sie die Funktionen eines LIFOs schon implementiert auf Basis einer Datenstruktur, die voll dynamisch ist im Vergleich zu einem Array, die gerade eine gute Laufzeitkomplexität hat, wenn sie vorne etwas einfügen und löschen im Vergleich zu einem Array. Und sie können natürlich jetzt auch hier beim LIFO und beim FIFO für alle Methoden jeweils Komplexitätsabschätzungen machen, in O von was das denn jetzt jeweils ausgeführt werden kann. Hier dasselbe Beispiel. Ich füge Daten hinein. Sie kommen genau andersrum wieder raus. Und analog wieder zu der Implementierung vorher. Wenn ich mehr rausziehen will, als da ist, kriege ich in dem Beispiel immer null zurück. Alternativen wären Exceptions. Zum Abschluss noch eine andere Art und Weise, wie man ja Daten verwalten kann. Das geht über Hash-Funktionen. Wenn Sie eine Menge von Daten in einer Hash-Tabelle speichern, so können Sie n Speicherplätze reservieren und mittels einer Hash-Funktion eine Adresse für diese Daten berechnen. Die Hash-Funktion hat die besondere Eigenschaft, dass sie zu einem Datenwert immer denselben Zielwert liefert, ab einer bestimmten Größe. Und diese Größe ist eben festgelegt. Aber auf dem Zielwert können Sie nicht mehr zurück auf den Datenwert schließen. Das ist typisch für Hashing. Das sind die sogenannten Einwegfunktionen, dass Sie quasi in die eine Richtung immer dasselbe liefern, aber eben der Rückschluss nicht mehr möglich ist. Diese erzeugte Adresse ist dann sehr ähnlich zu dem Index eines Arrays, wo Sie ja direkt hinspringen können und damit mit sehr, sehr schnellen Möglichkeiten, also von der Komplexität her gesehen, auf die Daten zugreifen können. Schauen wir uns das Ganze mal abstrakt an. Und ja, als Beispiel eine sehr, sehr einfache Hash-Funktion, das ist die Modulo-Operation, also der ganzzahlige Rest einer Division, das ist so irgendwie Schule Klasse 3. Sie teilen eine Zahl durch eine andere Zahl, meinetwegen sagen Sie hier, n ist 6, das heißt, Sie haben dann hier 5 Elemente drin, ja, 0 bis 5. Bei einem n gleich 6 ist der ganzzahlige Rest nur 0 bis 5. 6 kann er nicht mehr sein, weil dann wäre ja wieder der Wert dadurch teilbar. Und naja, der ganzzahlige Rest 0 bis 5 ist dann eben genau der Index eines Arrays, 0 bis n minus 1. Und dieser Rest kann dann eben genau die Ablage in einem konventionellen Array sein, welches genau 6 Elemente groß ist und über den Index 0 bis 5 angesprochen werden kann. Das bedeutet, so ein einfaches Hashing können Sie auch sehr leicht selber implementieren. Die Frage ist, wie funktioniert das dann? Sie haben einen Schlüssel und geben den in eine Hash-Funktion rein. Und die Hash-Funktion ist eben so gestrickt, dass die eben nur Werte zwischen 0 und n-1 zurückgibt. Naja, und dann haben Sie direkt wieder in O von 1 den Zugriff auf das jeweilige Element. Und können damit quasi über den Namen, über den Schlüssel,
direkt in O von 1 durch einen einzigen Sprung auf das Objekt, was dahinter steht, kommen. Das ist genau die Idee. Das Problem ist, wenn Sie zwei Meier haben, haben Sie hier eine sogenannte Kollision. Und da ist die Frage, was man damit macht. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man damit umgeht. Hier habe ich jetzt mal ein etwas anderes Beispiel. Ich habe verschiedene Zahlen und setze hier ein, wieder als Hash-Funktion S modulo 6. Also ist das Ganze durch 6 teilbar? Wenn nicht, wie groß ist der Rest? Und der Rest ist nur das, was mich interessiert. Hier sind die Zahlen. Hier sind dann jeweils die Hash-Werte eingesetzt, damit Sie das Ganze mal als Beispiel sehen. Und Sie sehen, es können nur die Werte 0 bis 5 generell rauskommen. Und dementsprechend werden die Werte in das Array einsortiert und damit gelagert. Und hier sehen Sie schon das Problem, was wir eben beschrieben haben. Sowohl die 37 als auch die 13 liefern zufälligerweise denselben Hash-Wert, weil natürlich diese große Zahlenmenge nicht 1 zu 1 auf die kleine Zahlenmenge abgebildet werden kann. Und genau das hier ist dann der Fall der Kollision, dass eben zwei zu speichernde oder auszulesende Werte zufällig denselben Hash-Wert haben und damit auf dasselbe Element zugreifen. Das nennt man dann Kollision. Die Wahrscheinlichkeit für eine Kollision ist umso höher, je kleiner der Bereich für die Datenablage ist und natürlich je höher der Füllgrad ist, also die Auslastung, die da eine Rolle spielt. Es gibt Hash-Funktionen, die in Java schon fertig vorgegeben sind, in fertigen Java-Datenstrukturen, die sogar hingehen, wenn ein gewisser Füllgrad erreicht ist, bauen die eben das Hashing dynamisch um. Das ist natürlich dann wieder ziemlich viel Rechenaufwand, um dann eben eine bessere Auslastung zu kriegen, sodass die Kollisionswahrscheinlichkeit wieder sinkt. Was passiert jetzt bei einer Kollision, wenn Sie die Hash-Funktion oder diese Daten selber verwalten, selber schreiben, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist, das alte Element einfach zu löschen und mit dem neuen zu überschreiben. Damit wird das alte natürlich platt gemacht. Oder Sie können eine Hash-Exception werfen, das eben zu einer Kollision gekommen ist. Und da ist natürlich die Frage, wie man damit umgeht. Der das aufruft, muss das ja irgendwie handeln. Oder Sie sagen, wenn eine Kollision kommt beim Speichern, dann ist da kein Array drin, wo direkt die Elemente drin sind, sondern wenn da mehrere reingehen, ist das quasi ein Array von verketteten Listen, sodass Sie eben weitere Elemente, die eben Kollisionen ergeben, da in einer verketteten Liste dranhängen, sodass Sie im Worst Case eben die Komplexität einer verketteten Liste haben, aber eben keinerlei Daten verworfen werden. Ist natürlich wesentlich mehr Verwaltungsaufwand, den Sie dann dafür treiben müssen. Das war schon alles zu dieser Lerneinheit.